Wir haben uns mal so ein PeteSmeet Soundboard für TS installiert. Das war geil. Okay. Ich habe nur diese. Achso, wenn Tanima. Hier, ich habe diese Musik jetzt, ne? Ja. Tani denkt nach. Nicht nur ich. Auch Nox, wenn du ihm was erklären sollst. Nani? Verstehe ich nicht. Nani? Nani? Pink Fluffy Unicorns. Dancing on Rainbows. Ja. Ihr seid peinlich. Davon habe ich mir mal die 10-Stunden-Version angehört. Oh Gott. Scheiße. Aber doch keine 10 Stunden lang, oder? Doch. Alter, hatte nichts Hobby zu tun. Mir war langweilig. Fluffy Unicorns, Dancing on Rainbows. Genau. Ich würde jetzt auch mitsingen, aber ich kann nicht so gut singen. Ich bin immer irritiert, wenn ich singe und mich selbst dabei höre. Also, ich meine, wenn ich mich so in echt selbst höre, aber hier ist das so versetzt. Versetzt. Jetzt fange ich schon wieder an zu schreien. Ja, wie Leica so rumgräbt. Ja. Habe ich schon erwähnt, dass mir das tierisch auf den Sack geht? Ja, mir gerade. Warum hast du denn da schon wieder Wasser reingelassen? Weil ich da noch einen hoch muss, du Vogel. Oh Mann. Hier, hey, ich muss an die Kiste. Ich muss Luft holen. Oh, scheiße. Ich komme nicht an die Kiste. Nein! Achso, jetzt erst. Toll, die konnte man nicht öffnen. Super. Na toll, jetzt bin ich rausgeflogen aus der Kiste. Nein! Oh mein Gott. Sag mal. Ja? Bist du auch ein Brownie? Ein Brownie? Ja, aber sowas von. Echt jetzt? Nein. Schock! Ich wollte gerade sagen, sonst würdest du rausfliegen. Nein, Quatsch. Oh nein. Sowas kickt. Aber das geht ja jetzt unter den jüngeren Leuten geht das ja ziemlich rum dann, ne? Echt? Ja. Dass du voll uncool bist, wenn du kein Brownie bist. Ach du Scheiße. Nee, dann bist du ein Unmensch. Ja. Früher war das immer so voll so und so und jetzt ist das cool. Ja. Okay. Die arme Jugend. Hat Nox uns letztens erzählt. Echt? Dass jemand ihn als uncool bezeichnet hat, der ist 19 oder so. Okay. Oder 18. Nee, 19, glaube ich. Der ist so alt wie meine Schwester, also 19. Alles klar. Glaube ich. Sorry, Nox. Noch hatte letztens doch Geburtstag, ne? Ja. Müssten wir das doch eigentlich wissen. Wir müssten ihm eigentlich auch noch ein Ständchen bringen, der Arme. Was? Habt ihr ihn noch nicht gratuliert? Also noch gratuliert? Noch ich kein, fett noch auf kein sein Ständchen gesungen? Ich hab... Was, er hat einen Ständer? Nein. Ein Ständchen gesungen? Nicht ein Ständer singen, Tani. Erstmal singen wir ihm Ständer. Alles klar. Wie willst du denn sehen, dass der einen Ständer bekommt, oder wie? Abartig. Tani, arme Junge. Das ist ja doch schon gewohnt. Tu mal nicht so. Oh Gott. Erstmal einen Ständer singen, alles klar. Wo bin ich hier gelandet? Kannst du dir mal bildlich vorstellen? Hilfe, Mama. Sie kann dir jetzt auch nicht mehr helfen. So. Das war ja voll die fiese Lache, ey. Hallo? Hallo? Ey, hat die sich gerade geportet? Ja, nein. Das gibt es ja wohl nicht, ey. Scheiße, ich hab so Kacke im Kopf. Deine Mutter ist. Wieso wir? Weil das so ist. True Story! Gar nicht wahr. True. Ich war doch von Knowing Orange. Oh! Ah. Hey, hey, hey Apple! Hey Apple! Hey Apple! Hab ich hier auch oh auf Gott, Sand irgendwo. Pass auf, da oben ist Sand. Ach nee. Schön, dass du mir sagst. Hey, Apple. Ich dachte, ich warne dich mal vor. Das ja, ja. Wäre bin zwar schon reingelaufen, der ist mir schon auf den Kopf gefallen und dann. Ach, übrigens, da ist Sand. Ach, guck mal, Nike ist verschüttet. Ja. Oh, Tani, guck mal, da ist Kies an der Decke. Knack, knack, knack. Hey, Tani! Boah. Hier ist diese Alter, Kack-Strip-Mining-Ecke. Hier vorne. Echt mal. Alter, hier ist ja immer noch See. Ja. Ja. Wollten wir da nicht ein Glasdach drüber bauen? Damit es deine Mutter episch macht wird, Glas, wenn man hier durchfährt. Nee, kannst du knicken. Deine Mutter macht dein Glasdach. Ey, Tani, ey. Ich finde es echt schön, wenn meine Mutter ein Glasdach bauen würde für uns. Sie ehrlich. Die richtigen Tasten dazu finden. Cheat-Taste. Ja. Oh Mann, ey. Cheat-Taste / Glasdach. Los geht's. Ja. Dann müsste sie nur die Slash-Taste finden. Ja gut, das könnte schwer werden. Ja, bei meiner auf jeden Fall. Wieso ist hier noch ein Gang? Was ja, das ist, Gänge?
Der damalige Strip-Mining-Gang, wo wir einen Intuitionsgang gegraben haben. Würde ich jetzt auch sagen. Ja. Du kennst die ganzen Fachbegriffe. Aber wieso? Wieso ist der auf dieser Höhe? Weil wir sind da hinten irgendwo in der Höhle eingestiegen. Höhe 54, da findet man das. Alter, leck mich doch am Arsch! Nee, danke. Ich hasse dich. So, hier brauchst du nicht. Hier kommt der Boden hin. Brauchst du nicht. Hör auf damit. Hä? Hallo, das brauchst du nicht. Merk es doch endlich. Aber wenn ein Cobblestone-Boden hinkommt. Ja, der kommt hier hin. Guck mal, hier ist niedrig. Jetzt hier und da kommt die Wand drauf. Ja, knack. Deswegen brauchst du da nichts machen, weil man den Block nicht sieht. Also siehst du, hier macht man den Boden drin hin und hier so die Wand. Oh, und dann sieht man das gar nicht. Ja, jo, okay. Ja, ne? Schlau, ne? Komm, wir machen schon mal hier. Was? Warte, komm ich schon Boden? Tanja hat das Spiel verlassen. Ja, ich bin so ein bisschen unter Sand. Oh, okay. Dann wo sollten denn? Wir sie ausbuddeln gehen. Da, wo das Wasser ist. Achso, ist der Sand runtergefallen? Genau. Hättest du sie einfach durchgraben können? Das hätte wahrscheinlich zu lange gedauert. Hättest du sie wahrscheinlich nicht überlebt. Gedenke ich auch. Ha, da kommt ein Creeper rein, warum? Also, ich hab schon wieder eine Hacke in der Hand, ne? Toll, jetzt ist er explodiert. Oh, echt jetzt? Ja, dann müsste Tanja freigesprengt sein, oder? Nee, im Wasser machen Creeper keinen Schaden. Also keinen Blockschaden. Verdammt. Ja. Ich vergesse. Aki, was los? Du schiebst mich so blöde von der Seite an. Boah, dieser Wasser, ne? Nö. Ja, mit diesem Wasser, ey. So, Tani, du kannst wieder kommen. Das finde ich voll cool. Also, erscheinen meine ich. Mhm. Ja, erscheinen reicht, denke ich, ne? Ja. Das andere wäre mir jetzt ein bisschen unangenehm. Das glaube ich dir. Ein bisschen. Ein bisschen sehr. Kannst ja auch leise machen. Dann bemerken wir es gar nicht. Oh. Sagst du. Woraus wollt ihr den Boden eigentlich machen? So mal schneller Themawechsel. Wahrscheinlich Schwarzeiche. Weil ich Schwarzeiche... Wir haben mit Kobbel schon angefangen, ne? Was sagst du? Wir haben mit Kobbel angefangen schon. Stimmt. Wir müssen noch die Decke aushöhlen. Kohle wäre viel cooler, ey. Mit Kohle? Ja. Dann so Kohle unter den Schienen, das sieht immer richtig gut aus. Ja, aber nee. Und außerdem bräuchte ich dafür eine Behutsamkeitsspitzhacke. Tja. Also Kobbel oder was? Weiß ich nicht. Oh mein Gott, hier ist gleich zu Ende. Sehr schön. Tani, ja? Wollen wir den Boden und die Decke aus Schwarzeiche machen? Naja, wenn du nur eins und... Ich weiß nicht. Ich würde ja vielleicht den Boden und die Wände aus Kobbel machen, ganz einfach. Und die Decke dann aus Schwarzeiche. Ja gut, dann machen wir es so. Also mir ist es eigentlich wurscht. Die Decke aus Kobbel und die Decke aus Schwarzeiche, okay. Oder vielleicht können wir auch die Decke... Erfasst. Alter. Nein. Ich glaube, es sieht besser aus, wenn wir den Boden aus Schwarzeiche machen und den Rest aus Kobbel. Ja gut. Also der Boden wird aus Schwarzeiche gemacht. Kannst du gerne verlegen. Beide hier oder... Also... Ja, die beiden dann nebeneinander. Aber... Genau. Also kommt da eine Doppelschiene hin? Ja. Okay. Damit dann, wir auch nebeneinander fahren können. Okay. Wir müssen nach vorne, glaube ich, noch ein bisschen breiter machen, weil wir müssen ja irgendwo noch Knöpfe anbringen und so. Das soll ja auch gut aussehen. Ich weiß, warum du Doppelschienen machen willst. Warum? Weil ich so fett bin, dass ich nicht in einen Minecart passe? Das hast du gesagt. Nein, weil sonst wieder das gleiche Problem wie bei der ersten Bahn auftaucht, ne? Dass sich alle gegeneinander fahren. Gegeneinander fahren. Anhänden. Habt ihr noch irgendwo Schwarzeiche? Draußen vielleicht gewachsen? Nee, das wäre zu leicht. Oder in der Kiste. Wir haben eine Schwarzeichenholzkiste. Toll, und die ist bestimmt in eurem Lager, ne? Ja. Ist doch nicht so weit weg. Toll. Ja, ich bin gerade bis zum Bahnhof gelaufen. Ach so. Trottel. Entschuldigung. Hey. Das ist seine Gefühle verletzt, ich finde. Ja. Gut. Super. Das ist die Neike, die ich kenne. War schon wieder voll die fiese Lache, ey. Wie so eine Hexe. Tja. Ich werde irgendwann auch zu diesen alten Leuten gehören, die kleine Kinder anschreien, runter von meinem Rasen! Oh, Tani macht schon immer die Kinder im Bus so fertig, das ist so herrlich. Die Buskinder, Die macht die immer so zur Schnecke, ne? Hallo, ich mal leise Musik hören!
Ich studiere andere Fahrgäste. Ja. Ja, Entschuldigung, machen Sie sofort aus. Die armen Kinder, ey. Hör auf umzurennen, setz dich jetzt auf deinen Putt. Da hören die da ganz laut Gangster-Rap in der Bahn, in dem Bus, weißt du, mein Hund schon am rumkreuchen. Ey, yo, breiter als der Türsteher und so. Genau. Deine Mutter fick ich mit links und mit rechts seine Schwester, sowas. Jawohl. Keine Ahnung. Und ich das macht so, keinen Sinn, so, aber ist egal. Ich guck Naika so an und denk so, gut, 10 Sekunden haben sie noch. Könnt ihr mal die Musik leiser machen? Ihr stört die anderen Fahrgäste. Ja, machen wir sofort. Das waren aber keine 10 Sekunden. Egal. Das hätte zu lange gedauert. In Berlin dürftest du sowas ja nicht machen, würdest du gleich auf die Fresse kriegen, ey. Ja, in Nordrhein-Westfalen ist das eigentlich auch verboten. Hä? Also zumindest steht das bei euch immer an den ganzen U-Bahnen und S-Bahnen und. Ja, aber wenn du jetzt die Kinder anmachen würdest. Das wäre verboten? Nein, da würdest du auf die Fresse kriegen. Ach, würdest du auf die Fresse kriegen von den Kindern, weil es Ghetto-Kinder sind. Ah, genau. Okay. Ja. Wie gut, dass ich mich wehren kann. Die schlagen dich dann. Du wirfst dich immer auf die drauf, dann sind die platt. Gegen so ein tolles Messer wehren kannst, ist die andere Sache. Naja, ich hab immer was in der Tasche, um mich zu wehren. Ja, und tot! Okay. Und Pfefferspray. Ich wissen was. Nein, es reicht echt Deo ab in die Augen, fertig bist du damit. Also ich hab Pfefferspray. Pfefferspray ist ja illegal. Ja, dann besitze ich illegale Waffen. Aber Deo ist auch nicht viel besser, oder? Naja. Weil das verklebt ja so und Ja, aber ein Deo hast du ja eigentlich immer dabei. Da kannst du sagen, das war im Effekt. Bei Pfefferspray musst du dich dafür erstmal rechtfertigen, warum du Pfefferspray in der Tasche hattest. Ja, zur Abwehr von bösen Hunden. Pfefferspray ist auch aber gar nicht verboten. Das war mal eine Zeit lang illegal. Also zumindest. Also es ist nicht verboten, du darfst es besitzen, wenn du es gegen wild gewordene Tiere einsetzen möchtest. Du darfst es nicht gegen es Menschen einsetzen. Nein? Nein. Es steht hinten extra drauf. Du darfst es zur Selbstverteidigung benutzen darfst. Nee. Das ist aber schon länger her. Steht hinten auch auf der Packung drauf, dass du es auf keinen Fall auf Menschen anwenden darfst, weil das verboten ist und das nur zur Abwehr wild gewordener Tiere dient. Ja, da steht so. Würde ich aber nicht bei Tieren, weil. Ja doch, ich hab's ja bekommen, weil ich damals einen Hund hatte und der öfter mal von anderen Hunden angefallen wurde. Und da war das. Doch, eigentlich. Da musste man das machen. Okay. Also ich hab's nie machen müssen, zum Glück. Seit ich das Pfefferspray hab, wurde der nie angefallen, wo ich dabei war. Ja, muss sich der Hund mal wehren? Muss ein Kampftraining mit dem machen. Ein kleiner Hund, ja. Das ist ein Jack Russell. Obwohl Jack Russell könnte ziemlich biestig werden. Kleine Hunde? Ich hab richtig schlechte Erfahrungen mit kleinen Hunden. Weil das sind dann so eine Trethupen, die ganz schön kampflustig sind. Ja. Ich habe auch einen kleinen Hund, aber der ist lieb, überwiegend. Das sagen sie alle. Nee, der will ja nur spielen und dann hat er. Frag Naika, der ist total lieb und der hat einen Nahen an Fabi gefressen. Der mag den total gerne. Ansei. Hat der gefressen? Ja, Ansei. Ansei den total Nahen gefressen. Der liebt den total. So. Jedes Mal, wenn der Sai sieht, rennt er dann zu uns. Guck mal, der Sai ist wieder für mich da. Rennt er wieder zu Sai. Oh mein Gott, du bist ja wieder da. Oh mein Gott, guck mal, er ist wieder für mich da gekommen. Können wir wieder spielen? Das ist mein Hund. Alles klar. Ja, weil Tani war ja eine Woche im Sommer bei mir. Zur Gamescom halt. Und da war Sai immer arbeiten. Und immer wenn er wiedergekommen ist, ist der Hund so ausgerastet. Der hat sich so gefreut. Also wohnt ihr da so näher Gamescom?